Freunde, das ist das Endergebnis. Ich muss eins noch dazu sagen, ich bin seit einer Woche ungefähr krank. Deswegen, natürlicherweise habe ich meine Haare in der Zeit schon wieder ein bisschen, ein paar Mal gewaschen. Deswegen sind sie gar nicht mehr ganz so dunkel, aber sie sind viel dunkler. Und ich finde, um ehrlich zu sein, dass sie jetzt sogar schöner sind wie ganz am Anfang, weil ganz am Anfang waren sie sehr dunkel und ich tue mich da immer ein bisschen schwer, mich daran zu gewöhnen, ne? Ich habe es mir, wie ich mir die Haare dann das erste Mal grün gemacht habe, also von blau auf grün war ich schon so schüt. Und hier war ich eben wieder ein bisschen so, ja, sehr dunkel, ne? nee, aber ich finde das Endergebnis richtig mega geil. Und wie ihr im Video gesehen habt, ganz am Anfang vielleicht, das Geheimnis, um jede Farbe abzudunkeln eigentlich, ist dieses Maria Nila in Schwarz. Die mich vielleicht schon so ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich mir damals, wie ich meine grauen Haare hatte, immer eigentlich nur mit dem meine Haare gefärbt habe. Sprich, das hier nochmal mit Spülung gemischt. Das ist jetzt hier ein Conditioner, glaube ich. Beziehungsweise eben so ein Color Refresher. Benutzt man eigentlich für schwarze Haare, um die ganze Farbe ein bisschen aufzufrischen. Aber mit dem kann man sehr gut Haare, Haarfarben abdunkeln. Ja, wir haben ein bisschen spät, deswegen bin ich schon ein bisschen... Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr diese Farbe findet. Also ich finde sie aktuell, wie sie jetzt ist, so richtig mega geil. Wegen Mischen kann ich euch jetzt keine genauen Angaben machen, denn A, Verena hat das zusammengemischt, wie man vielleicht am Anfang erkennen konnte. Und B, wie gesagt, das macht man einfach rein nach Gefühl. Und sie hat ja am Anfang auch, das ist auch ein guter Trick, weil ich finde halt einfach, an der Haarfarbe selbst kann man das teilweise gar nicht beurteilen, wie die Farbe letztendlich werden wird. Weil dieses Mal habe ich von Directions Apple Green, glaube ich, also jedenfalls von Direction Grün benutzt. Eigentlich, dass ich schon mal benutzt habe, wo sie halt auch richtig so Jokergrün wären. Sieht in der Verpackung auch mega dunkel aus. Ich habe mir jetzt von Manic Panic nochmal ein anderes Grün mal bestellt. Das ist auch wieder mega dunkel, aber letztendlich wird es halt meistens so richtig Jokergrün, ne? Wenn du natürlicherweise hier noch so einen schwarzen Conditioner mit reinpumpst, wird das Ganze natürlicherweise noch dunkler. Sieht fast wirklich fast schwarz aus. Deswegen fand ich diesen Trick mit dem Zebra einfach mal den Pinsel ausstreichen mega gut, weil dann kann man sich so ein bisschen orientieren. Okay, so wird die Haarfarbe zu, keine Ahnung, 80%. Ja, Freunde, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr das Endergebnis findet. Ich sehe aus wie ein fertiges Schwein aktuell gerade. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, hoffentlich bis sehr bald und haut rein. Zum Schluss markiere ich euch meine zwei letzten Videos noch und den Abonnier-Button. Die es vielleicht noch nicht getan haben, können mich jetzt noch gerne kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, bis hoffentlich sehr bald.